So, 34. Spieltag, unsere Spieltagsprognose zu den Abstiegskämpfen. Wir sind jetzt auf Schalke mit Nürnberg zu Gast. Mit uns spielt heute der Florian. Hallo zusammen. Ja, und jetzt gilt's, deine Oberfranken in die erste Bundesliga und zu retten. Franken. Nicht Oberfranken, Franken. Franken. Wir haben ja gerade eben schon Hamburg gespielt. Die haben nur unentschieden gespielt. Das heißt, du könntest jetzt rein theoretisch, wenn du Punkt gewinnst. Machst. Ja. Also genau, wenn du gewinnst, dafür sorgen, dass Nürnberg in die Relegation kommt. Richtig. So, da wollen wir mal gucken, was drin ist. Das ist ja für dich auch jetzt eine absolute Schmach, gell, gegen den Klassenfeind zu spielen. Mit dem Klassenfeind zu spielen. Mit dem Klassenfeind zu spielen, ne? Nee, geht schon. Also. Habe ich heute schon mal gemacht. Hab ein gutes 1:1 rausgespielt, ist alles okay. Gut. Ich komm damit zurecht. Ich kann drüber hinwegsehen. Gut. Wir werden auch heute mal Schalke nicht dissen, oder? Ah, das ist ja schon alles gesagt über Schalke, weißt du? Ist ja nichts mehr Neues, ne? Ja, die sind Platz 2 im Pott, ne? Und nicht in der Liga. Stehen hinter Dortmund und damit ist alles gesagt. Ich muss ja auch nicht weiter drauf rumreiten. Nee, brauchen wir auch gar nicht. Ne? Ist halt Schalke, oder? Ja, ansonsten, Schalke holt sich ja einen neuen Torhüter. Ja? Von Düsseldorf. Oh. Den Giefer. Und wird höchstwahrscheinlich den Vertrag mit dem Hildebrand nicht mehr verlängern und den Unnerstall eventuell sogar nach Düsseldorf abgeben dafür. Das ist natürlich schon gewagtes Spiel, ne? Ja, weiß ich nicht. Also die. No! Uiuiui. Boah, denk. Ich hab nicht so das Gefühl, als wenn Schalke noch einen weiteren starken Torhüter bräuchte. Ja, also so ein. Weil Giefer wird unzufrieden sein. Der kommt als Nummer 1 aus Düsseldorf und wird dann höchstwahrscheinlich hinter Fährmann nur die Nummer 2 bleiben. Weil du gerade hier Boateng hier kennst du dieses Video von. Ja, das hast du mir gezeigt, darum habe ich es doch gemacht. Gut, wir haben jetzt schon 1-0. Gut. Aus unerfindlichen Gründen. Ja. Von unserem Kevin. Weil du es gerade von Boateng hattest. Ja, von unserem Kevin, ne? Da haben wir es wieder. Bäm, Gewaltschuss. Naja, das war jetzt Glück. Ach so, Schäfer ist verletzt. Nürnberg muss ohne Schäfer im Tor nach Schalke. Ja? Oh. Ich meine, die müssen jetzt nicht auswechseln, das ist mir jetzt relativ buggy. Ich führe ja, ich kann es ja gelassen sehen. Ja. Aber die müssen ohne ihren Kapitän. Und das ist schon hart. Aber es ist cool, dass die sogar die Tattoos übernommen haben, ne? Ja, das wobei die Tattoos besser gelungen sind als das Gesicht selber, muss ich sagen. Das ist ja keine Kunst jetzt, ne? Also da. Ich meine, der Hübsche ist es jetzt nicht, oder? Ja, ich meine auch von. Also die andere Charaktere haben sie besser übernommen. Was ist denn das? Ja, das war ambitioniert, würde ich sagen. Das war sehr ambitioniert. Was denn? Was überlegst du? Nö, ich gucke nur, wie ich hier gewinne, ne? Nicht besonders hoch, wie es aussieht. Wenn natürlich Nürnberg in die Relegation kommt, wäre natürlich richtig lustig, weil dann gibt es ein Städteturnier, ein Städtespiel. Oh, ganz mieses Foul. Ja, komm, das war jetzt... Ganz mieses Foul. Nee, da gibt es keine Karte. Das doch, da gibt es Karte. Da gibt es sofort Karte. Ja, da muss es Geld geben. Ja. Völlig zu Recht. Ist das hier der Herr Zwetschke oder so, wie der heißt da? Bäm. Ach. Der arme Goretzka, Junge. Aber die Nürnberger haben ein schönes Trikot. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die NKD als Sponsor haben, finde ich das eigentlich ganz hübsch, diesen Schnitt. Ja, halt recht. Auch so ein bisschen so auf Retro gemacht, gell? Und einfach gehalten halt. Also hier nicht wie der FC Bayern mit ihren Schnörkeln und mit dem Wir sind ein Team und was weiß ich da noch, was da alles eingestickt ist, gell? Apropos Trikot in Bayern. Hässlich. Das neue Bayern-Trikot heute vorgestellt. Ekelhaft. Hässlich, sowas also, von... Das ist wirklich ein 90er. Das, ja, 100%. Und das sieht gar nicht gut aus, Jungs. Ja, das ist was ihr euch dabei gedacht habt. Vielleicht ist es jetzt das
das Gedenktrikot an Uli, weißt du, weil er jetzt endlich mehr da ist und ja. Er darf ja nur so das und so viel. Das war die Zeit, Sachen. Wo er noch keine Steuern hinterzogen genau. hat. Und er darf ja nur so und so viel Klamotten mitnehmen und dann nimmt er seine alten Trikots mit. Und deswegen haben sie dann gedacht, komm, dann geben wir mal ein neues. So, jetzt gibt es noch eine gelbe. Aber nicht für mich. Nee. Oh, das ist ja ein richtig gelblastiges Spiel. Hä? Jetzt hat sich Goretzka nochmal revanchiert, jetzt sind wir quitt da hinten. Ja, das war ja auch. Ah, das war aber nicht dolle. Also, das ist. Naja, gut. Ja, alles klar. Achso, das wird jetzt hier weggedrückt, ja? Also hier die. Ja, ja, das ist, weil die das Gesicht in Zeitlupe zeigen, also das braucht kein Mensch. Hast du gesehen, die Chance, hä? Ja, war ein Traum. Traum, oder? Ganz knapp. Wenn wir jetzt im Football gewesen wären, das wäre jetzt ein Field Goal gewesen, hundertprozentig. Ja, aber der er darf halt nicht über die Latte gehen beim Fußball. Ja, genau, faul mich nochmal. Das ah ja. Ah ja. Wie sagst du immer, Brot dranhängen, damit er auf dem Weg zum Tor nicht verhungert. Ja, ein Stück Brot dann. Ja. Kommt mir das Bild gerade sehr neblig vor? Na, es sind die Bengalos, die gezündet wurden. Ich glaube, auf Schalke haben die sowas noch gar nicht gezündet, oder doch? Oh ich, doch, ich na, weiß, da, es gibt natürlich einige Dortmunder, die Bengalos schon gezündet haben. Willst du jetzt spannend machen, ne? Ja. Ich fand ja die Aktion nur cool, wo die Dortmunder hier die Fahne aufs Schalke-Haus gesetzt haben. Das war natürlich richtig geil. Also es ist bis heute noch nicht geklärt, wer das war, gell? Doch, ist geklärt. Ja? Ja. Echt? Und der Typ bekommt lebenslang Freibier in so einer Dortmunder Bar jetzt. Nee, oder? Echt jetzt? Doch, doch. Wie geil ist das denn? Na gut, aber das war eine coole Aktion, oder nicht? Definitiv, definitiv. Auch wenn sie lebensgefährlich war für die Person, ja, aber... Ja, und strafbar vor allem. Oh ja. Weil das Hausfriedensbruch gewesen. Ist sogar Dachfriedensbruch aber, gewesen. Ja, aber doch eine sehr geile Geschichte gewesen. So, Zeit für ein Tor, würde ich sagen. Oh ja, das stimmt, ja. Auf der anderen Seite jedenfalls. Nö. Doch, sagst du. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Naja, also hast du Torschusspanik bekommen, dass du schon so früh abziehst, oder was? Warum? Ich wollte doch mal hier, guck mal, so früh war doch das gar nicht, ich hab doch nur gedacht. Das war knapp, guck mal. Das springt doch noch nicht mal. Das ist vielleicht kann er nicht springen. Vielleicht der Fährmann kann sehr gut springen. Vielleicht hat er keine Füße oder Beine, ne? Man weiß es doch nicht genau. Kannst du dich noch an dieses Soundboard von Stefan Raab erinnern? Von früher, wo er seine ganzen Dinger da immer abgespielt hat? Hat er doch immer noch. Echt? Ja, also, ich guck das doch nicht mehr. Jedenfalls, das könnten wir uns auch mal so anschaffen, ne? So ein Ding hier. Nee, finde ich dumm. Das hat auch nach 3 Jahren, weißt du, wo du es dann auch für deinen Computer runterladen konntest, hat es auch so den Reiz verloren, das Ding. Aber am Anfang waren da schon mal so coole Sachen dabei, ne? Also ja, als es neu war und so weiter. Als Stefan Raab selber ja auch noch cool war. Jetzt ist der einfach nur noch langweilig, ey. Also cool war er, wo er nur einmal die Woche gekommen ist. Da war er noch richtig cool, oder? Da hat man sich immer Montag gefreut, oder? Das kam doch immer Montag, ja? Montags kam es immer. Weißt du, wir haben das Wasser. Hier. Und noch hier trinken, ja? Ja, muss er. So viel wie wir reden, muss ich unbedingt trinken. Man könnte denken, hier ist Griechenland zu Gast, ne? Wieso? Wegen dem ganzen... Weiß-Blau-Flaggen hier, ne? So. Oh, voll mit den Knie ins Gemächt. Ach, das hält ja schon aus. Pinola hat aber nicht mehr so volles Haar. Wie gerade eben dargestellt. Ich dachte, die Ordner stehen immer andersrum beim Spiel. Zum Publikum. Was denn für Ordner? Oder die Polizisten. Da stehen doch hier, guck. Ja, hier. Aber die doch alle Polizisten, die gucken zum Spiel was. Gucken die sich das Spiel an. Was sind für Polizisten? Das sind Polizisten. Was siehst du denn? Da, das sind doch, wo, habe ich nicht gesehen.
Die haben sogar Polizei hinten drauf stehen. Sag mal hier, du musst das Spiel auch mal spielen, die angucken, ne? Vielleicht ist das der Grund, warum du hinten liegst. Weil ich mir alles angucke, oder was? Ne, weil du guckst, was neben dem Platz so stattfindet. Ja, hallo. Rote Karte, Elfmeter und Spielabbruch. Ah, doch nicht, schade. Juhu. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Flanke fliegt in den 16er. Oh, da musste er in der Torhüter. Achtung, lässt! Ja, das sah doch schon mal wieder sehr gut aus. Wenigstens eine Chance, die man noch mal zeigen kann. Oh. Pfosten, ich dachte, er hätte Torwart gehabt. Oh. Aber weil wir jetzt so über das Bayern-Trikot gelästert haben, ja. Was aber schön ist das Torwart-Trikot. Das ist schön. Das habe ich nicht gesehen. Oh, also das ist wirklich... Aber zu dumm, dass es bei dem Bayern vom Neuer getragen wird. Ja, das stimmt. Nein! Jetzt geht das schon wieder los, ey. Das gibt's doch nicht. Auf geht's, Florian, auf die Flanke. Auf die Latte. Mit einer Flanke. Ja. Oh! Was war das jetzt? Ach, das sollte mal ein Tor werden, ne? Hm? So wie das, was ich schon geschossen habe. Ach, guck mal hier, der war doch Kilometer weit, da war ja. Kilometer. Da passt ja Kilometer, noch ein, mein Freund. Da passt ja noch ein 40-Tonner dazwischen, nur zwischen Ball und Tor. Und zwar längs, ne? Ja, super, das war natürlich jetzt wieder die beste Vorlage überhaupt, gell? Aber wenn man sie nicht verwertet, dann ist man selber schuld. So, und jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir mal hier, wie das hier geht, gell? Und ich zeig dir, dass du zu viel quatscht. Siehst du, du quatscht zu viel. Das ist doch nicht, ey. Man, das hat doch vorhin so schön mit diesem Kopfball und Fallrückziehern geklappt und so. Und jetzt... Vorhin, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Ja. Wo du noch 10-0 gegen mich gewonnen hast. Ja, stimmt. Oh, das waren aber schöne Spiele, oder? Wir machen uns warme Spiele. Neustädter. Hünteler. Binola. Neustädter. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Gut abgefangen. Kann er jetzt auch einen eigenen Angriff einleiten? Oh, alles klar. Voll weggezogen. Ja, das merke ich mir. Das merke ich mir, mein Freund. Und jetzt weiter? Oh, wir kommen so langsam in die heiße Phase, gell? Jetzt müsste ich mal so langsam mal ein bisschen was hier wieder machen hier. Oh, ach, so guck Ding. Mal an, gell? Machen wir so ein Ding. Aber meiner war knapper drüber als deiner. Ja, stimmt. Oh, da lässt sich der Raphael Schäfer Zeit, du. Also, ich bin der Meinung, wäre dieses frühe Tor nicht gewesen, ja, das... Würde ich nicht gewinnen, sagst du? Ja. Also, das war wirklich bei dir echt dieses frühe Tor jetzt nur. Weil im Moment schaut es ja nicht danach aus, ne? Aber gut, wir haben ja noch nicht die Nachspielzeit. Oh. Ich wollte es nur mal sicherstellen. Ja? Dass es hier nicht an dem ersten Tor lag, dass ich gewinne. Naja, komm, das war jetzt Glück. Stimmt, das war Glück. Das erste Tor war zu früh. Also im Prinzip steht es ja noch 0-0, sagst du. Es steht noch 0-0. Wenn du jetzt noch zwei Eigentore schießen würdest, dann hätten wir es ja wieder ausgeglichen, ne? Dann wäre ja. Dann würde der Stärkere gewinnen. Verstehe.
Gut, also ich sag mal so, wenn es jetzt so bleibt, und davon ist ja fast schon auszugehen, ist Nürnberg weg vom Fenster. Jo. Ja. Wäre schade drum. Aber gut, ne? Vielleicht müssen sie ja noch ein bisschen lernen, gell? Oh. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Felipe Santana. Nein, Scheiße. Als du dir vorgelegt hast, wusste ich, jetzt muss ich Dreieck drücken. Ja. Dann kriegst du nicht mehr gelupft. Ah. Sehr gut. Ich wollte ja eigentlich gar nicht lupfen. Ich wollte ja reinschießen direkt. Ja, das bringt es noch weniger. Aber ich habe eine Ecke, das ist ja schon mal... Oh, hier, guck mal. Hier, und Ecke, Ecke? Ecke Tor, sagst du? Ecke Tor. Ey, was war denn das jetzt für eine Aktion, ey? Ey, hallo. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Ja, ist ein bisschen früh geschossen. Was, ich? Nee, er, ja. Ja, Der hat doch den Fuß bewegt, ohne den Ball in der Hand gehabt, am Fuß gehabt zu haben. Also komm, das macht man dann. Oh, hier, guck mal, faul. Abpfiff. Naja, 2-0. Alles okay. Die Schalke Arena tobt. Die Turnhalle von Gelsenkirchen. Jo. Nein, nicht Turnhalle, Multifunktionshalle bitte. Also das ist schon... Nee, das ist eine Turnhalle. Dortmunder sagen dazu nur Turnhalle. Ohne Aschenbahn. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Mitspielen, Florian. Ja, unser Ergebnis zeigt auf jeden Fall, Schalke ist Zweiter im Pott. Die hätten sich damit auch direkt qualifiziert für die Champions League, müssen also nicht in die Champions League Quali gehen. Nürnberg ist abgestiegen, ja, und damit wäre die Saison zumindest für die beiden Mannschaften beendet. Gut, dann sage ich mal herzliches Dank fürs Reinschalten, herzliches Dank fürs Mitspielen, Florian. Dankeschön, bitteschön. Bleibt nur noch der Verweis auf www.gamecritics.de, dort findet ihr alle Spieltage nochmal zusammengefasst. Und ihr findet uns natürlich auf den Social-Media-Profilen, Facebook, Twitter, Google+. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert, weil es gibt jede Menge Sommer-Specials, die höchstwahrscheinlich eher Ego-Shooter sein werden. Und natürlich liken, wenn es euch gefallen hat. Auch wenn nicht. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.